Jetzt haben wir jedenfalls die 1-Watt-Lampe beim Kurt. Das war einer derjenigen, der die Technik wirklich zu schätzen wusste. Wir haben sie jetzt noch ein bisschen aufgepumpt, noch eine Zusatz-LED mit dran gemacht. Und jetzt haben wir mal geguckt, wie viel Strom sie zieht. 100 mA, 102 mA, gut, sind wir mal ganz genau. Ja, das macht es an Licht. Ah, da ist unser Messgerät rausgefallen. Moment. Filmstörung. So, wir haben es nochmal angeschlossen. Also, das sind die Milliampere. Und hier ist unser Netzteil. Und das Netzteil ist auf, ihr seht es, 20 Volt geschalten. Na, und 20 Volt mal 100 Milliampere sind 2 Watt. 2 Watt Lampe, Kurt. Das kannst du jetzt jedem erzählen, der dich besucht. Durch das ganze Jahr ist Licht. Jetzt weiß er, wo das Licht ist. Die müssen wir dann auch mal filmen, wenn sie dort hängt, Kurt. Dein ja, Klo ist wirklich einmalig. Die hängt gut, die Lampe hängt Klo. Immer angeschalten. Ha. Jo. Da kann er Sitzungen machen. Ha. Auch 2 Watt oder schon 1 Watt auf Dauer für mich erstmal noch viel zu viel sind für meine Batteriepacks hier. Musste ich mir was einfallen lassen. Was sich nach wie vor bewährt hat, ist nun mal hier dieses Read-Switch-Dingens da. Und da hatte ich schon mal ein paar Monate in meiner Küche diese Zellen hier, ne, die zwei parallel dann mit der an Reihe, sodass wir ungefähr bei 4 Volt waren. Und einem ähnlichen Read-Switch wie diesem hier am Laufen gehabt und das hat durchgehalten ohne Ende, bis dann hier die Anschlüsse, ne, da ist dann das Allowen ans Kupfer gekrochen, ne, habe hier so Kupferlitze genommen, mit was das verlötet gewesen ist und ja, das waren die allerersten Versuche. Mittlerweile bin ich da etwas weiser und ja, nehme das Kupfer ganz, ganz weit weg vom Allowen. Und nehmen noch ein bisschen Isolierung dazwischen, da passiert dann wirklich gar nichts. Weil ansonsten, das würde jetzt heute auch noch laufen. Eigentlich läuft es ja auch noch. Nur halt jetzt woanders. Ja. Da hört es schon fietschen, ne? Da wird man jetzt nicht ganz so viel sehen hier oben drauf. Jedenfalls, das war dann der Read-Switch, der in meiner Küche gewesen ist. Der hängt jetzt hier mit ein paar mehr LEDs dran. Aber wirklich ausreichend Licht, kann man auch noch ein bisschen Kataloge studieren nebenbei. Ja, und das hängt jetzt alles. Mal sehen, ob wir hier oben überhaupt was sehen. Ja, das ist. Ihr seht nicht viel, ne? Ne, ihr dürftet gar nichts sehen. Hängt jetzt also an 3 Volt, ne Quatsch, an 6 Volt. Und ich habe keine Ahnung, was es zieht, aber mit Schultief haben wir es nicht so hell hinbekommen. Ne, Action for Free war Zeuge gewesen. Der hat die Leuchtstärke der Lampe mitbekommen. Ja, und jetzt hängt es halt momentan so, wie es am Anfang eigentlich geplant gewesen ist, an 3 Zellen in Reihe. Tja, so viel zu den energiesparendsten Klolampen der Welt. Fies gewesen, wenn ich euch überhaupt nicht zeige, wie das gebaut worden ist hier. Also so groß ungefähr ist die Spule, ne? 330 Volt Elko dran und hier vorne habt ihr halt einen Read-Switch ganz normal, ne? So dass ihr es von den Dimensionen mal habt. Und das sind immer 4er Packs in Reihe, so dass ich dann im Endeffekt hier unten auf ein paar, weiß nicht, 20 Volt oder sowas bräuchten die ungefähr. Ja, und der Batteriepack, das ist hier oben der, ne? Der selbst gebastelte Kristallakku, wo jetzt nur 3 Zellen in Reihe benutzt werden. Ne? Wenn die 3 dann irgendwann mal leer sein sollten, ich glaube,
Das hier, das würde jetzt vielleicht so 1-2 Stunden durchgängig laufen. Aber wer kackt dann schon 1-2 Stunden durchgängig? Ne? Also schätze ich mal, dass es so, ich schätze mal so 1-2 Wochen wird es vielleicht halten. Ich halte euch dann mal auf dem Laufen. Dann muss ich die anderen 3 Zellen dann nehmen, ne? Und dann geht es weiter. Noch einmal die Zeit. Ja, und dann mal schauen, ob ich dann hier noch irgendwie eine kleine Solarzelle installiere, dass ich dann wirklich gar nichts mehr machen muss. Ja, gut. Seid ihr im Bilde.